Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokorti. Wir spielen heute Rocket League. Und mit dabei ist Kai. Ja, servus Leute. Oh, oh, oh. Als ob. Der geht rein. Als ob. Oh, nein, nein, warte, warte. Der geht rein. Oh nein, nein, nein. Ich bin immer geflogen. Ich glaube, die eine hat Connection Problems. Das testen wir mal. Ja, der ist wirklich AFK. Ja, gut. Egal. Aimbot, Das glaube ich nicht so. Da ist das Ding, jetzt ist er da. Und da ist das 1:0 für das Team Rocketti mit den roten und gelben Trikots. Die konnten sich nämlich auf die Farbe nicht einigen. Gut. Okay. Lass mich mal fahren, bleib du hinten. Das sind hier die Calls. Auf jeden Fall. Call ist Call. Oh, pass auf, pass auf. Verteidige mal. Oh Gott. Wow. Verteidige Ball. Sehr gut, Kai. Ich bin geaimt, Alter. Er hat auch ein Aimbot an. Aimbrot. Aimbrot. Maxim. Wie geil ist das denn? 106. Nein, der andere. Aimbrot. Ja, hab ich schon gelesen. Achso. Wow. Der hat die Pirate die Pirate Fahne ist ja hier on air bei ihm, weißt du? Was? Was? Der hat so eine Piratenflagge hinten am Auto drin. Die Pirate Fahne? Die Pirate Flag ist on fleek. Okay, das mit dem Englisch, das üben wir aber noch mal. Also ich finde echt, diese Jugendsprache ist teilweise echt nicht cool. So möchte ich es nennen. Gutes Eigentor fast. Sieht aus wie ein Pokéball hier in der Mitte. Naja. Geht so. Oh nein! Den hätte ich reinmachen können. Bumm. Der kommt in der Mitte. Jo. Ey, was ist denn das? Nein, ich bin vorbei gesaust. Warte, warte. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Was machst du denn? Jawohl, sehr. Ja, hab ich mir easy vorgelegt. Dann ist der Ball. Was? Weißt du, das ist so, wenn du auf den Boden gehst vom Tor und da mit dem Kopf reinmachst. Weißt du, ich meine? So ein richtiges Huchen, so ein Tor. Ja. Hä? Genau. Ja, ist doch so. Ja. So. Oh, ich hüpfe erstmal daneben. Abwehrt. Ich muss dazu sagen, wir beide haben ja auch schon im echten Leben Fußball gespielt. Das heißt, eigentlich dürfen wir gar nicht. Ja, dürfen gar nicht so schlecht sein. Autofahren sind wir auch beide recht. Recht scheiße. Manchmal treffen wir uns privat. Jawohl! Und große Bälle auf. Und spielen wir auf der Wiese. Rocket das League stimmt. Mit echten Autos. Ja. Yeah. Genau. Mal vor. Mit so einem alten Golf. So ein Gemotzen. Auf jeden Fall. Oh, Parade. 3-1 schon wieder, ey. Die können ja gar nichts. Der kommt in der Mitte. Ah, den kriegst du nicht. Doch, 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 den bekomme ich. Nee, doch nicht. Der war zu far away, so wie Star Wars, die Galaxis. Aber ich hau hast hier du eigentlich... Was denn? Hast du eigentlich Teil 7 geguckt? Ja klar, sogar im Kino. Wow. Ich gehe ja nicht oft ins Kino, aber für Star Wars da gehe ich sogar zweimal hin. Aber ich habe ihn nur einmal geguckt. Nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Okay, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Cool. Und ich muss echt sagen, ich habe da im Kino gesessen. Oh, was für ein Tor. Guck es dir an, echt, guck es dir an. Traumtor. Tor des Jahres. Gesehen. Tor des Jahres. Guck mal, das war voll die geile Vorlage und dann... Oh, das da hebt er ab. Aber ich habe im Kino Andreas gesessen, Star Wars, ne? Ich habe da gesessen, Alter, und er kam dieses... Okay, da hat Junge, ich hätte Gänsehaut, Alter. Das war, ich hab das so, also so Filme sind mir eigentlich egal, also ich würde niemals bei einem Film weinen oder also höchstens ein bisschen lachen, aber das war echt heftig, Alter, das war richtig geil. Oh, ganz lässig. Junge, ich hau ja die Vorlagen aus dem Ärmel, das glaubst du gar nicht. Ja, aus dem Ärmel. Ja, aus der linken Reifenfelge hole ich die raus. Ganz tief unten sind sie versteckt. 5-1. Hey, Victor. Lace.
die Plays. Jawohl, der kommt. Oh. Outplayed. Oh nein. Ja. Ey, das war wieder so knapp. So Vorlage. Knapp. Guck mal, ich habe den voll geil gehalten und dann hast du ihn richtig gut reingemacht. Mhm. Junge, das sind hier. Das schneiden wir raus. Was? Den Fail. Nein. Das sind Spielzüge. Die sieht man sonst nur in Las Vegas. Boah. Doch, mein Gott. Da wo die Sonne immer scheint. Pass auf, Vorlage. Alles klar. Nein, die kriegst du nicht. Nee, die war. Die war nichts. Der war 2. Ich glaube, der hat erstmal einen Joint geraucht. Manuel Neuer! Boah, im letzten Moment habe ich den Ball gecatcht. Den Ball gecatcht? Ich hau mal rein, ne? Guter Catch em all. Früher habe ich immer gedacht, das heißt, man soll die Pokémon im All fangen. War ich okay. Erste Klasse. Was sind das hier für Tore? Junge, dieses Spiel. Ich würde das einfach nennen, die besten Tore. Auf jeden Fall. Best Plays, Best Goals. Please subscribe and give it thumbs up for more. Boah! Ich dachte, der kommt. Dachte ich auch. Warte, warte. Ja, das war scheiße. Bin ich ganz getroffen. Ja, aber der kommt. Kannst du ihn reinhauen? Oder macht er das für mich? Oh! Oh, was war das denn? Ins Eck oben. Na, schau. Komm, 8-1 ist drin. Aber ich bin da irgendwie verschätzt. Ja, der kommt. Oder 7-1, wie damals. Vor 2 Jahren. Was ist dein höchster Sieg bei Rocket League? 15-0. Ja, das kommt hin. Was? Bei dir auch, oder was? Langsam in der Mittelfeld. Ja. Okay, schade. 30 Sekunden noch. Los, los, los. Der Ball ist noch heiß. Ja. Nein! Oh nein, Gott. Der geht nicht. Der ist zu inkompetent. Oha. Ich wurde gerade zerstört. Zerstört. 1 machen wir aber noch, oder? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Ja. Nice! Richtig geil! Boah, wie wir bald auf den Ball gestürzt haben. Letzte Sekunde, und wer bekommt ihn, du? Ja, der hat so genug andere Tore geschossen. Boah, jawohl. ETF. Ja, ich würde sagen, direkt weiter, oder? Erstmal den Backflip zeigen. Oops. Achso, ich wollte noch sorry schreiben. Los, Aaron, mach abstimmen. Nee, nicht nochmal gegen die. Das war zu einfach. Er will eine Revanche. Machen wir das? Er will sie haben. Okay, wenn er das so will, ne? Ja, wenn er das so will, dann kriegt er das natürlich auch. Bekommen sie nochmal aufs Maul. Was ist das für eine Map? Map ist cool. Was ist das denn? Ich weiß nicht, das ist so. Das sieht aus wie dieses, so ein. Hier, Starlet Express, irgendwie. Hast du das geguckt eigentlich früher? Wir waren da mal im Musical, Papa hat uns eingeladen. Starlet. So Rollschuh fahren und die singen das jetzt zu meinem Fall, aber es war echt cool. Nee. Warum liegt denn der Ball da oben drauf? Ey, das ist ja eigentlich ganz geil hier. So wie das Tor? So wie das Tor, Mann! Weil du hast ihn abgestaubt. Oh, das war kein Abstauben. Das sieht aus wie so im. Nee, das war überhaupt kein Abstauben. Oh. Coole Musik. Das sieht aus wie hier in so einem Flipperkasten. Stimmt. Die Sprache kann ich noch nicht zuordnen. Oh, Japanisch, ne? Oder Chinesisch? Weiß gar nicht. Marlin guckt immer irgendwelche Animes auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, weil sie halt die. Ne, englische Untertitel sogar. Weil sie halt die Stimmen so cool findet und die kann das auch so ein bisschen halt vom Gucken her, ist ja klar. Und dann.
Das hört sich alles so richtig komisch an einfach, aber ich mittlerweile was ein Fehl. Das ist echt gruselig. Sind die Kudas auf Japanisch? Ja, ja, weil die gibt's halt nicht in Deutsch, diese Animes. Aha. Ich hab noch nie in einem... Warte. Pokémon. Ja, sowas halt, diese Standardsachen. Ja, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon. Ne, Digimon auch nicht. Hast du Dragon Ball Z, Naruto geguckt? Nee. Ich mag das nicht so, also... Weiß ich nicht. Ich hab's noch nie geguckt. Ich habe auch erst vor irgendwie einem Jahr mit One Piece angefangen. Ich muss sagen, das ist richtig geil. One Piece? Ja, One Piece ist echt Hammer. Das hat mir nie so richtig gereizt, One Piece. Na, es ist ziemlich oft das Gleiche, aber es ist halt echt gut. Go. Ich fand diese Teufelsfrüchte irgendwie komisch. Junge, da gibt's so richtig viele verschiedene. Ich muss da erst mal mich richtig reinfinden. Aber oha. Ich glaube, der ist sauer. Salt. Der ist salty. Salzig. Herr. Oh, Aaron. Keine Chance, wenn er so reingeht. Aber doch, weiß gar nicht. Hätte ich da was machen können? Der sieht aus wie Jan Delay mit dem Hut. Nee, jetzt nichts mehr. Ah, wenn ich hochgeflogen wäre, egal. Wir führen ja 2-1, ne? Von daher. Ach, das ist nur 2-1? Ja. Dann müssen wir mal nachsetzen, oder? Auf jeden Fall. Und er kommt aus Deutschland. Wer? Armbrot. Warum? Klingt fast wie Armbrot, weil er die Deutschlandfahne hinten dran hat. Also ich nehme mal stark an, dass er aus Deutschland kommt. Kannst du ihn reinmachen? Mach du ihn. Ich komme nicht mehr hin. Boah, fuck, ich bin vorbei. Danke, er hat mich getötet. Ich mache jetzt hier Rückwärtsgang. Kai, verteidige das. Hä, wo ist ein Fuck, Alter? Okay. Ist raus aus der Gefahrenzone. Oh oh. Mann, bist du nicht deren Tor? Ich war am Anfang voll verwirrt, weil die auf einmal rot sind und wir vorhin rot waren. Ist halt Reform, ne? Seitenwechsel und so. Bei Pokémon Go bin ich auch rot, weißt du? Du spielst also Pokémon Go. Nein. Das spielt doch keiner. Habe ich auch gehört. Könnte so richtig scheiße sein. Ja. So ein richtiger Flop. Kannst du in der Mitte hauen? Oder machst du ihn rein? Ja, oh, Kai. Das fragst du doch. Top-Stürmer. Voll gut, wie ich den so angespielt habe. Habe ich genau gezielt. Oder? Alles geplant. Ins linke Eck. Unhaltbar. Nicht mal für Manuel Neuer. Kennst du noch Oliver Kahn? Klar. Ja, kennst du noch Jens Lehmann, Alter? Der war auch cool. Das Ding ist, man hat so von dem gehört, so, ja, was ist der Torhüter von Deutschland? Und das ist ja schon wieder 10 Jahre her. Oh, das ist echt schon wieder 10 Jahre her. Mhm. Und dann hat man von dem noch ein Jahr was gehört und dann war er irgendwie weg vom Fenster, oder? Ich weiß gar nicht, war der nicht verletzt oder so? Ich hab keine Ahnung, ich hab von denen nie was gehört. Also nie wieder danach. Müsste ich jetzt auch mal überlegen. Nice! 4-1, ey. Die wollten eine Revanche haben. Haben sie jetzt ja, davon. Ups. Aber die Tore sind echt schön. Mhm. Auf jeden Fall. Also zu zweit macht es auf jeden Fall Spaß, zu dritt ist es auch okay, aber ich glaube zu viert ist irgendwann zu voll die Arena, oder? Das ist Chaos. Ja, dann ist nur noch Chaos. Explosion. Ja, Explosion. Überall. Nein! Ah, oh, das war doch so eine Vorlage, Kai. So kurz vorbeigesprungen. Oh. Ja. Da wusste man nicht, wo er hingeht dabei. Gönnen wir ihn. Ja. Deswegen, wir sind reingegangen, wir gewinnen ihn. Er hat einfach reingeknallt, der war nicht unhaltbar, außer wenn er auf den Ball gegangen ist. Aber das ist alles random. Alles random. Alles dem Zufall überlassen.
Im Grunde spielen wir auch gar nicht selber, sondern nur der Computer. Mhm. Machst du eine Vorlage? Ich glaube, ich meine rein. Oh, der jawohl, der ist. Du kommst echt nicht mehr dran. Doch, ich bin nur rüber gesprungen. Ich hätte den ja noch genommen, wenn er dann. Guck, wenn er jetzt ins Eck gegangen wäre, hätte ich ihn geholt. Ja. Doch, wenn du den Winkel berechnest. Den Winkel berechnen? Soll ich mal kurz den Geodreieck am Bildschirm halten? Mach das mal. Könnte sehr hilfreich sein. Ah, ich treffe den Rückwärtshalter nie, wenn der Ball so von oben kommt. Nicht? Ne, das ist echt schwer. Das ist eigentlich voll easy. Also, so ab und zu, also klar, manchmal ist es echt einfach, aber. Wenn du so genau über dir ist, dann verpasse ich immer den Moment. Oh. Ich drehe mich gerade. Oh, die Stimme nervt ja richtig. Von den Zahlen so richtig komisch. Der wäre ja noch gekommen. Locker wäre der gekommen. Get on wertvollster Spieler. My Level. So, ich hebe ab. Tschüss. Ich hab Tarnsch. Also die waren ja schlecht, ne? Wieso bist du... Wieso bist du abgehoben? Combo. Combo. Die sind richtig sorti. Die gehen schon raus, die haben aber keine Chance. Ja, dann gehen wir auch raus, ne? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bewertet das Video und dann... Lasst es euch gut gehen. Genau. Haut rein.